Yo! Ich fahre jetzt hinter Alex Marin. Yes, dude! Wo gibt's jetzt zu sehen? Auf Lukas Knopf TV. Best Sender in the world. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry, too many answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück in Spanien. Wie im letzten Video erklärt, Galfer, mein Sponsor für Bremsscheiben und Bremsbeläge, hat mich auf einen Trip nach Spanien eingeladen, in die Nähe von Barcelona. Wir waren erst im La Poma Bikepark und jetzt sind wir im La Sorrera Bikepark. Dort war ich noch nie. Da oben auf dem Berg befindet sich der Bikepark. Es wird hochgeschattelt und dort gibt es massig Strecken, die hier nach unten führen. Es sind weitere Teamfahrer von Galfer mit dabei, zum Beispiel Alex Marin, der Downhill-Profi aus Spanien. Ich habe mega Bock, jetzt hier eine Runde zu shredden. Im letzten Video haben wir, wer es verpasst hat, im La Poma Bikepark die Lines mit dem Slopeduro unsicher gemacht, wer das noch anschauen möchte. Und jetzt geht's aber los mit dem Shuttle nach oben. Ich habe mega, mega Bock, bestes Wetter. Und wir fahren jetzt in einen Park, den ich noch nie in meinem Leben gefahren bin, obwohl wir schon echt oft hier waren, aber sind nie in den gefahren. Und ja, heute geht's ab. Bin gespannt. Los geht's. Will, do a wheelie. Yes! Your power. Wheelies are easy when you got power. Yo! Oh! Yes! Okay, erster Track. Ich bin gespannt. Yo! Auf jeden Fall staubig. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Tracks es hier gibt, aber hier runter geht es jetzt irgendwie. Und dann kommt eine ziemlich coole Jumpline, wurde mir jetzt gesagt. Der Alex Marin fährt hier sehr, sehr oft und ich glaube, ich hänge mich da mal hinten dran. Und ich glaube, der wippt die Dinger auch ziemlich, ziemlich gut. Wie gesagt, sonst jetzt hier erste Runde, aber macht richtig, richtig Bock. Sind früh um 9 hier angekommen, jetzt hat es ein bisschen gedauert, ehe wir oben waren, aber macht richtig Bock. So gut. Yes. I didn't expect it. It was cool. Yeah. I should have boosted them more. Ich fahre jetzt hinter Alex Marin. Ich denke, der wippt auf jeden Fall auch ganz, ganz gut hier. Holy shit! Jetzt lässt es krachen. Der hat gehört, dass ich filme. Yes, dude! Wild! Sick!
Yep. Oh, Alex, you're so sideways. Yeah, I was sick. It's a bit windy though, eh? But now it was better than before. Yeah. But still a bit sketchy because you don't know if it is exactly it windy or not. Like what? What's that mini? Yeah. We can drop this one. Okay, so what do you guys want to do? The steep one? Or we do jumps or? I do like jumps. Go. Ready, set, go! Geiler Typ. Oh shit. Sick. Yes, that was fun. Good one. Nice. Yeah, good track. Yeah, that's a bit, I don't know, like smoother for these bikes. Yeah, yeah, yeah. Flowy. Richtig geil. Sonne draußen, 20 Grad, yeah. Fahrradfahren. Mega. Das ist auch von dem Alex, der Local Park, und ist auf jeden Fall richtig geil, hinter jemanden in der Linie zu fahren, der hier ständig fährt und der so ein paar Tricks und Kniffe kennt. Und ich meine, er fährt halt auch World Cup, deswegen man kann sich drauf verlassen. Will seine Lieblingsbeschäftigung. Richtig, richtig gut. Hinten dran konnte ich dann nicht mehr ganz dranbleiben, definitiv, weil der Typ ist einfach nur richtig, richtig schnell. Kennt ja jede Ecke. Aber boah, der Trip hat mega, mega Spaß gemacht. Follow me, because we will do the tabletop straight down. Ah, okay, sick. Yeah, yeah, yeah. See? We go first? Yeah. Let's go. Kurze Anmerkung aus dem Schnitt, Alex Marin hat dann am darauf folgenden Wochenende die spanische Meisterschaft genau in dem Bikepark gewonnen und man hat unschwer erkennen können, dass der dort echt jeden Winkel kennt. Der hat eine unglaubliche Fahrradkontrolle und der hat an Sachen abgezogen, da war ich null drauf vorbereitet. Er hat aber vorher auch nichts gesagt, aber es hat einfach richtig Spaß gemacht, nicht nur mit ihm da zu fahren, sondern auch mit allen anderen und es war eine richtig, richtig gute Zeit. Wie gesagt, er fährt World Cup, er hat aber eigentlich mit Dirtjumpen begonnen, hat er mir erzählt, und er will jetzt auch wieder mehr so Sachen machen im Freeride-Bereich, auch ein bisschen mehr Dirtjump fahren, und ich glaube, man sieht es aber auch von der Kontrolle und wie er abzieht, dass er auf jeden Fall so einen Sprunghintergrund hat, und ja, es war richtig cool. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Okay, neuer Track.
Kurzer Zwischenstopp unten, im letzten Video war es noch unter Embargo, aber der Grund, warum ich überhaupt hier bin und auch die ganzen Journalisten und anderen Fahrer, ist diese neue Bremsscheibe. Und zwar ist das die sogenannte Shark Disc von Galfer. Charakteristisch für den Namen sind die Haifinnen, beziehungsweise kann man es auch als ganz viele Haifischzähne sehen, die jetzt hier innen in der Scheibe eingearbeitet sind. Das sorgt dafür, dass die Wärme von der Bremsscheibe besser abgeleitet werden kann und somit ist die Bremsscheibe insgesamt kühler, hat eine bessere Bremsleistung und schont vor allem auch die Bremsbeläge. Heißt, die Bremsscheibe ist länger haltbar, die Bremsbeläge sind länger haltbar, man hat eine bessere Bremsleistung und das hat Galfer mit ihren Downhill-Athleten entwickelt und verarbeitet. Zum Beispiel mit dem Alex Marin oder mit Martin Mays aus Belgien. Und wir sind ja jetzt ein paar Runden schon gefahren, auch gestern in La Poma. Und die funktioniert echt nochmal einen Zacken besser wie die alte Scheibe. Und das merkt sogar ich als, ich sag mal, Enduro- und Downhill-Laie. Der Alex Marin zum Beispiel ist ja ein echter Profi und der kann da definitiv vielleicht auch nochmal einen größeren Benefit merken. Aber ich habe es auch schon gefühlt. Ist natürlich für den High-End-Sektor, weil es einfach viel aufwendiger ist, diese ganzen Ausfräsungen zu machen. Auch diese kleinen, vielen Löcher in der Scheibe, die hier eingefräst wurden, plus die Aussparungen, sorgen natürlich für eine bessere Wärmeableitung. Und hinten fahre ich jetzt zum Beispiel 180 mm, vorne 203 hier am Enduro. Und das war eben der ganze Grund, warum wir hier sind. Und auch die ganzen Presseleute. Da ist wieder Will. Auch den ganzen Tag nur am Shredden. Yes. Oh shit. I'm good. I was so close and then I did the wrong and went into the bush. I heard the bush. So it's probably a cool clip. We had someone down here as well. Had a rider fall down here. Oh, what? He said? Yeah. Ah, you. Yeah, ich war zum Glück nicht der Einzige, dem es passiert ist. I don't have to feel bad then if someone else went into the bushes. Yeah. Okay, balle. Die anderen sind gerade die grüne Line, aber uns entführt jetzt einer auf die blaue. Sprich, ein bisschen anspruchsvoller. Der Will vor mir ist Journalist für die MBE UK, aber fährt auch richtig gut. Yeah. Okay, ich denke, wir machen jetzt noch ein, zwei Abfahrten, aber danach muss ich mein Rad packen und dann geht es wieder ab zum Flughafen. Wie gesagt, es war ein sehr kurzer Trip, aber es hat mega Spaß gemacht. Danke an Galfer, die uns hier hergeflogen haben. Und ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen. War das erste Mal in dem La Sorera Bikepark. Wer das Video aus La Poma nicht gesehen hat, ist irgendwo unten verlinkt oder checkt mal im Channel das Video zuvor. Da bin ich auf dem Slope Duro dort die Lines gefahren. Und ja, der neue Drop ist draußen. Neue Longsleeves, neue T-Shirts und ein neues Flanellhemd von The Motion Brand. Was haben wir noch? Genau hier, das grüne zum Beispiel. Grünes T-Shirt. Wer da Bock drauf hat, checkt themotionbrand.com und hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Peace. Und ich bringe die Sonne mit heim. Muss jetzt daheim auch endlich schönes Wetter werden. Wir haben alle Bock, glaube ich, bei gutem Wetter draußen Rad zu fahren.